Schellen sind die Standardlösung zum Befestigen von Rohren, Rohrleitungen und Schlauchleitungen. In diesem Stream zeigt Stauf die sogenannte NRC-Schelle und wie der Einsatz dieser NRC-Schelle ihre Anwendung im Bereich der Landwirtschaft sicherer machen kann. Einen schönen Gruß hier aus dem Stauf-Studio, aus dem Sauerland oder mitten des Sauerlands. Ich bin nicht allein hier, sondern habe mir Unterstützung mitgebracht. Da ist zum einen der Hendrik Schmücker, der globale Key Account Manager von Stauf. Hallo Hendrik. Joachim. Und der Alexander Aul, das ist der Entwicklungsleiter von Stauf Deutschland. Hallo zusammen. Hallo Alex. So, lass uns mal beginnen. Vibrationen sind ein Ärgernis und sollten vermieden werden, Hendrik. Richtig, das ist ja seit Anbeginn der Staufgeschichte ist das Thema, wo wir die Schellen entwickelt haben, um Geräusche und Vibrationen zu reduzieren, weil sie einfach belastend für die Konstruktion, für die Baumaschine, Landmaschine und Ähnliches sind. So, das heißt, sie haben also einen direkten Einfluss auf die Lebensdauer einer Maschine. So, und natürlich, genau. Wenn eine Maschine ans Ende ihrer Lebensdauer wird, wird es einfach auch, hat es was mit Sicherheit zu tun. Richtig, ja? Genau. So, und Alex, Geräusch ist ja ein weiterer Faktor, der ja zusammenhängt mit Vibrationen, ne? Ja, das ist korrekt. Ja, die Geräusche entstehen ja aus der Vibration im Endeffekt, die ja übertragen wird, die aus der Hydraulikleitung kommt, übertragen wird ans Fahrwerk, an die Befestigungspunkte, an die ganze Maschine im Endeffekt und ja, führen halt dazu, dass es laut wird und dass Teile schneller kaputt gehen können. Die Rohrleitung geht kaputt, die Schläuche können beschädigt werden. Diese Dinge führen dazu, dass die Maschine dann irgendwann kurzfristig kaputt gehen kann. Und dazu kommt noch die ganze Lärmbelästigung in der Umgebung, die Lärmbelästigung für den Fahrer, wenn es jetzt eine Landmaschine ist oder eine Baumaschine und es vibriert überall und es brummt, dann führt das alles dazu, dass die Maschine natürlich nicht optimal laufen kann und auch schneller kaputt gehen kann. Genau. Und die europäischen Maschinenrichtlinien geben das ja auch vor, dass man kontinuierlich versucht, die Maschinen leiser zu bekommen, als auch die Vibration damit herauszunehmen. Ist also nicht nur der Fahrer, sondern ist eben auch die Umgebung natürlich, ne? Und ob es jetzt Menschen sind oder Tiere oder was auch immer. Die genau. Umgebung. Also alle, die, wenn man jetzt mal sieht, sich so ein Feld anguckt und der Mähdrescher fährt rüber, alle, die drumherum wohnen, kriegen es natürlich mit. Und wenn wir Vibrationen irgendwo haben und die strahlen ab auf die Gehäusewände der Maschine, dann hört das jeder im Umkreis. Ja, dann sehen wir uns doch mal an, was es denn für Lösungen jetzt gibt. So, zunächst mal müssen wir ja aufpassen, es gibt einen Unterschied, ob man eine Rohrleitung hat oder eine Schlauchleitung. Wir haben da mal ein Bild mitgebracht, das man sieht, wenn eben eine Schlauchleitung mit einer normalen oder unsachgemäß befestigt wird, was dann passiert. Genau. Man sieht da hier die Belastung an der Schlauchleitung. Wenn ich da mit einem nicht elastischen Gegenstand oder einer Schelle arbeite, einer Metallschelle, dann habe ich natürlich die Herausforderung, die Schlauchleitung pulsiert. Dementsprechend gibt es da entsprechenden Abrieb, wenn ich auf der Gegenseite einen Schellenkörper habe, der nicht nachgiebig ist. So, und damit kann es eben zu Mikrorissen kommen in der Schlauchleitung und Alex dann eben zu einem vorzeitigen Ausfall. Ganz genau, ja. Dann kann der Schlauch im schlimmsten Fall reißen oder platzen und das will keiner. Das ist ein Sicherheitsthema, das ist ein Umweltthema. Das kann keiner gebrauchen in der Anwendung. Genau. Richtig, ist ja nicht nur der Schlauch, der dann kaputt geht, sondern wenn dann jemand verletzt wird oder mehr, ja, da sind da ganz andere Werte, die dahinter stehen, die man nicht ganz mit Geld irgendwie vergleichen kann. Okay, dann lass uns doch mal ansehen, was es für Stauf dort für eine Lösung anzubieten hat. Und fangen wir zunächst mal an mit dem schönen Rendering-Bild hier. Von der Lösung für Rohre. Genau, an dieser Stelle haben wir unsere NRCH-Schelle, man sieht das wunderbar. Das ist ein neu konstruierter Gummieinsatz mit den entsprechenden Aufnahmen, sodass die Rohrleitung von dem Baumaschine oder von der Landmaschine entkoppelt wird. Das ist im Prinzip funktionsweise, Alex, wie ein Stoßdämpfer, kann ich mir das so vorstellen? Im Prinzip ja, es ist ein Dämpfungselement, ein Dämpfungsglied in der ganzen Kette, was die Vibrationen aus der Rohrleitung oder aus der Schlauchleitung rausnehmen kann. Und dann nicht überführt an nicht das? Nicht überführt ans Gehäuse, also aus dem Rohr selber natürlich nicht, aber die Übertragung auf Gehäuse und Befestigungspunkte wird damit stark minimiert. Ja, gerade Gehäuse können ja einen großen Resonanzkörper sein. Ne? Korrekt, ja. Okay, dann sehen wir uns mal die Lösung jetzt an für die Schlauchleitung. Ja? Die sieht ähnlich aus. Genau. So, da ist er wieder. Ist das gleiche Wirkprinzip, nur dass die Auflage für den Schlauch deutlich länger ist. Ja, und dementsprechend abgerundete Kanten, sodass man den Schlauch deutlich optimaler führt an dieser Stelle. Aber es ist wieder das gleiche Stoßdämpfer-Wirkprinzip, ähnlich wie bei der Rohrleitung. Wir haben jetzt noch ein Bild, wo beide nebeneinander liegen. Da kann man sie, glaube ich, besser vergleichen, Alex. Genau.
Ja, genau. Man sieht hier an den Enden sind sie abgerundet, eher auf den Schlauch angepasst, damit wir den Schlauch nicht durch den Einsatz auch noch hier mit beschädigen können. Und alles etwas weicher gestaltet als bei der Rohrleitung und optimiert hat auf die Schläuche insgesamt. Deswegen genau. Zwei Varianten. Und ein Schlauch ist eben flexibel im Vergleich zu einer Rohrleitung, die ja, halt dieser Stahl ist. Pulsation, genau. Deswegen brauche ich halt hier nicht diese Öffnung am Ende, ja, weil ein Schlauch ja durchaus dann nicht gerade weiter verläuft, sondern irgendwie im Bogen verlegt wird, wie auch immer das dann ist. Genau. Okay, ja. Du hast einen Versuchsausbau mitgebracht, Alex, wo wir mal sehen kann, wie die Wirkungsweise dieses des Systems ist. Kannst du uns mal erklären, wie das hier funktioniert? Ja, also hier, wir haben einen Versuchsaufbau bei uns im Labor. Wir haben eine Rohrleitung hier im Prinzip mit Vibrationen beaufschlagt. Wir haben hier eine Standardschelle im Einsatz, eine Standard-PP-Schelle. Und man sieht hier auf dem oberen Glas, das ist extra oben auf der Rohrleitung befestigt, wie stark die Vibrationen sind, rein optisch in diesem Fluid. Und kann gleichzeitig sehen, wie die Übertragung über diese PP-Schelle auf den Untergrund stattfindet. Also es gibt einen gewissen Dämpfungseffekt, aber der ist nicht besonders groß. So, und daher mussten wir uns was überlegen, wie wir das besser machen können. Genau, und jetzt haben wir ja den Clip mit der NRC-Schelle, den wir jetzt mal einblenden können. Ja, und hier sieht man unsere NRC-Schelle mit Elastomereinsatz, Rohr, derselbe Aufbau, Vibration wird aufgebracht. Hier sieht man auch wieder, das Rohr vibriert. Aber es kommt nichts mehr und also es kommt nur viel weniger im Untergrund an. Man sieht hier den Elastomereinsatz, Befestigung über die Platte und es ist ein eindeutiges Ergebnis, rein optisch schon hier, dass das ganze System funktioniert und dass es eine deutliche Verbesserung bringt. Ja, ja, da haben wir nochmal das andere Bild. Sehr, sehr gut darstellbar und das macht es, glaube ich, sehr klar, wie wenig Vibrationsbelastung auf das Gehäuse kommt. Richtig. Genau. Und gleichzeitig würde sich, weil ja Vibration und Geräusch zusammenhängen, eben auch die Geräuschübertragung, also das Geräuschentwickeln würde sich reduzieren. Die wird dann entsprechend auch reduziert, klar. Ja, sehr gut. Ja. So, dann lass uns doch mal zwei Bilder aus dem realen Leben ansehen, Hendrik. Gucken wir uns mal das erste an. Da haben wir eine NRC-H-Schelle, also eine für Schlauchleitung, die eingebaut ist in eine Landmaschine. In der Landmaschine. Richtig, die ist dann jahrelang da. Den ganzen Erntebereich in der Saison gelaufen. Man sieht dann, Vogelnester ist schon fast eingebaut. Ja, und man sieht hinterher, als man das wieder auseinandergebaut hat, wie wenig belastet die Schlauchleitungen an dieser Stelle waren. Ja, weil sie einfach da optimal geführt worden sind. War ein voller Erfolg. Mhm. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt nochmal zu dem zweiten Bild, was wir haben, wo eben eine NRC ohne H-Schelle eingebaut ist, also die klassische für den Bereich der Rohrleitungen. Genau, da sieht man das rechts und links ist die NRC-Schelle eingebaut, in der Mitte nicht, das ist eine drucklose Leitung. Ja. An dieser Stelle, du hattest das vorhin mal gemacht oder gesagt, wo es Interesse ist, das ist ein Kommunalfahrzeug. Ja, wenn so ein Müllfahrzeug am Samstagmorgen durch die Straßen geht und viele Leute dann da nicht gestört werden wollen, ist natürlich jegliche Art von Geräuschreduzierung echt ein Benefit. Und das gilt natürlich auch für Landmaschinen. Ja, und Geräusche ist ein Stressfaktor für den Mensch, für die Umwelt. Ja? Nicht nur Mensch, Tiere und alle. Und eine Reduzierung von Geräuschen ist eben damit, dient der Sicherheit. Der Sicherheit, ja. Das ist tatsächlich so. Weil einfach auch das Material dann weniger belastet wird. Mhm. Gut. Die Schellen werden ja selbstverständlich bei Stauf hergestellt. Und wir haben einen schönen Clip, wo wir mal sehen können, wie so eine Schellenproduktion aussieht bei Stauf, zu welch hohem Standard das beigetragen, unter welchem Standard das. Ja, sehr schöne Bilder.
ist es natürlich wichtig, ja, dass Stauf macht ja aber Millionen von diesen Schellen, ja, dass diese Schellen lang oder über die gesamte Laufzeit ja die gleiche konsistente Qualität haben. Ich denke, das konnte man sehr schön sehen in diesem Video, ja, mit welchen Messmethoden sichergestellt wird, ja, dass diese die Qualität immer gleich bleibt. Auf der Staufqualität Höhe eben bleibt die ganze Zeit, ja. Und das funktioniert eben sehr, sehr gut. Okay. Wir haben noch ein Testimonial von einem Kunden, der die NRC-Schelle einsetzt. Und das wollen wir uns jetzt mal ansehen. Mein Name ist Ludger Passmann. Ich bin Verkaufsleiter der Hydraulikdivision bei der Firma Granitparts. Granitparts gehört zu der Fricke-Gruppe in Heslingen. Das liegt im Elbe-Weser-Dreieck zwischen Bremen und Hamburg. Hier in unserem Logistikzentrum beliefern wir über 40.000 Kunden in ganz Europa. Am Lager haben wir 250.000 verschiedene Artikel, unter anderem auch das komplette Staufsortiment. Auch bei Fricke Landmaschinen können wir bestätigen, dass durch die herkömmlichen Schlauchschellen, die in den Maschinen verbaut sind, in den Arbeitsmaschinen, im Land- und Baumaschinenbereich, es zu Mikrorissen in der Schlauchoberdecke führen kann und dadurch die Hydraulikschläuche vorzeitig verschleißen und ausfallen. Ich möchte Ihnen einmal ganz kurz die Stelle zeigen, in der die Schellen verbaut sind. Als Nachrüstlösung haben wir von Stauf die innovativen NRC-Schlauchschellen im Programm, die wir ab Lager liefern können. Und wir empfehlen unseren Kunden, die vibrationsarmen Schlauchschellen nachzurüsten. Und hier kann es nicht zu diesen Mikrorissen im Schlauchobermaterial kommen. Diese neue NRC-Schlauchschelle nimmt Vibrationen auf und mindert auch Geräusche. Das heißt, die Maschine wird auch leiser, was auch ein positiver Nebeneffekt ist für den Fahrer von Land- und Baumaschinen. Sie sehen also, es gibt viele Gründe, warum wir das Produkt gerne empfehlen und wir arbeiten da sehr gerne mit der Firma Stauf zusammen. Hört sich gut an. Ja, kann man unterstreichen. Okay, fassen wir doch mal zusammen, was wir jetzt über die NRC-Technologie oder Noise Reduction Technology, was wir darüber gelernt haben. Sie reduziert Vibrationen und reduziert Geräusche zur gleichen Zeit. Was ein Nebeneffekt ist, genau. So, das wird eben realisiert über diesen Einsatz, den es dort eben innen drin gibt, ja, der sich unterscheidet zwischen Anwendung, ob ich eine Schlauchleitung oder eine Rohrleitung entsprechend reinpacke. Der Dämpfer ist unterschiedlich ausgelegt, ob Schlauch oder Rohrleitung, so wie du sagst. Genau. So, und der Anwendungsbereich dort ist eben überall dort, wo ich eine Rohrleitung oder eine Schlauchleitung habe, wo Vibrationen auftreten können. Ja, um einerseits diese Vibration zu entkoppeln. Wir können natürlich nicht die Ursache der Vibration lösen. Das geht dann nicht. Das ist dann vielleicht die Pumpe oder was es ist. Das ist so, aber wir können zumindest die Auswirkung reduzieren doch. So, das heißt, wenn wir eine NRC-Schelle haben, die eine Rohrleitung hält, die vibriert, ja, oder mehrere Schellen, dann verhindern wir, dass die Vibrationen übertragen werden auf andere Bauteile und damit diese vorzeitig altern oder einem Stress unterzogen werden. Ist das so vernünftig zusammengefasst? Gut zusammengefasst. Ja. Gut, und das Gleiche dann, weil das einmal mit Geräusch verbunden ist, Alex, reduziere ich das Geräusch, was dann wiederum einen positiven Einfluss hat auf die Umgebung und inklusive Fahrer und jeder, der mit der Maschine arbeitet. Ja, genau. So, und jeder, der also so ein Problem irgendwo sieht, sollte dann eine NRC oder eine Schelle von Stauf mit der NRC-Technologie in Erwägung ziehen, würde ich sagen. Ja, ja, sollte er tun, im Idealfall, ja. Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden und ich möchte gerne noch den Hinweis geben, dass das ja nur eine Episode ist von 5 Episoden aus der Stauf-Miniserie Sicherheit in der Landtechnik steigern. Den Link zu den anderen Serien finden Sie hier unterhalb dieser Video, auf Ihrer Videobox. Und die 4 anderen Streams, die es noch gibt, das ist Stauf Line, das ist Stauf vom Evo, sprich das Stauf-Umformsystem. Es gibt Schnellverschlusskupplungen mit Farbmarkierungsringen. Alle diese dienen dazu, natürlich die Sicherheit im Landtesting zu steigern. Und last but not least gibt es einen kompakten Screen, der in, ich glaube, 10, 12 Minuten all das nochmal zusammenfasst, das Wichtigste zusammenfasst, was Sie müssen aus diesem ganzen Bereich. So, mit diesen Worten bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen und wir sehen uns in der nächsten Episode.